Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wurde wirklich Zeit, dass wir heute endlich das Verbot der menschenverachtenden und gefährlichen Pseudotherapien beschließen, war längst überfällig. Wir Grünen fordern das seit 2013, und ich bin froh, dass wir uns als demokratische Parteien hier grundsätzlich einig sind und auch, dass Minister Spahn es endlich angegangen ist. Danke dafür. Denn viele Menschen, viel zu viele, haben unter diesen ungeheuer schädlichen Konversionsbehandlungen großes Leid erfahren. Ihre Würde, ihre Persönlichkeit, ihre Individualität als Mensch wurde zutiefst erschüttert. Diese Scharlatanerie gehört endgültig verboten und verurteilt. Und die unmissverständliche Botschaft, die mit dem Verbot einhergehen muss, lautet: Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit sind normal, ohne Wenn und Aber. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Verschwörungstheorien und auch homo- und transfeindliche Stimmungen haben in diesen Zeiten wieder Konjunktur. Umso wichtiger ist es, mit diesem Gesetz ein klares Verbot ohne Lücken zu verabschieden. Es muss gefährdeten Menschen und Schutzbefohlenen vor diesen zum Teil lebensbedrohlichen Pseudotherapien konsequent schützen. Und hier kommt das Problem, liebe Kolleginnen und Kollegen. Genau dieses leistet der Gesetzentwurf leider nicht. Dabei haben alle Expertinnen der Kommission und der Anhörung zu diesem Gesetzentwurf verdeutlicht, dass jeder Versuch einer Konversionsbehandlung schädlich ist. Die Mehrheit äußerte konstruktive, aber auch eindeutige Kritik am aktuellen Entwurf der Koalition. Sie benennen genau die zwei Punkte, die wir Grüne als Änderungsanträge hier heute vorlegen. Denn der Gesetzentwurf erfasst nur Minderjährige bis 18 Jahren. Und ich bin fest der Überzeugung, dass das nicht reicht. Für die Altersgruppe zwischen 18 und 26 Jahren muss es einen vergleichbaren Schutz wie bei Minderjährigen geben. Denn Coming-out-Prozesse sind nicht mit 18 beendet. Sie dauern meist viele Jahre länger. Und gleichzeitig sind die meisten jungen Erwachsenen auch dann noch von ihren Familien abhängig. Gerade deshalb ist es unverantwortlich, dass Erziehungsberechtigte weiterhin aus dem Verbot ausgenommen sind. So bleibt die Möglichkeit offen, Pseudotherapien durchzuführen, und zwar ohne Folgen. Aber gerade Erziehungsberechtigte haben doch unbestritten großen Einfluss auf ihre Schutzbefohlenen. Wir fordern, dass Jugendliche vor dem Druck aus ihrem engsten Umfeld geschützt werden müssen, und zwar ausnahmslos. Und was es begleitend zum Gesetz dringend zusätzlich braucht, ist eine breite Aufklärungskampagne. Dazu haben wir Grüne den weiteren Antrag gestellt, für den ich hier noch mal um Ihre Zustimmung werbe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wäre eine riesige Chance vertan, dieses Gesetz jetzt nicht zu vervollständigen. Viele von Ihnen hadern ja auch. Die Expertinnen und auch der LSVD und die BRG Schwule Juristen mahnen es an. Ich bitte Sie, unseren grünen Anträgen zuzustimmen und gemeinsam für ein starkes Gesetz im Sinne der Menschenwürde einzustehen. Vielen Dank.